Damen und Herren, nunmehr kommen wir zu unserem letzten Beitrag in dieser Vortragssektion. Ich freue mich ganz besonders, dass wir in Anführungsstrichen, sage ich mal jetzt, ein Eigengewächs hier von der Universität Wuppertal hier wieder zu uns zurückgefunden hat. Marcel Besau, Diplomdesigner. Mittlerweile hat er sein eigenes Studio in Hamburg, hat dort sehr erfolgreich schon Preise gewonnen mit seinem Studio. Er hat seinerzeit hier in Wuppertal in Industrial Design studiert und auch in Karlsruhe. Und er hat gerade eben noch mal, wir hatten ein kleines nettes Vorgespräch, noch gefragt, ist der Prof noch da, der Herr Topel und so weiter, die sind alle noch da. Vielleicht finden sich dann noch mal Möglichkeiten, wieder Kontakt aufzunehmen. Begrüßen Sie recht herzlich mit mir Marcel Besau. Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle. Eigentlich würden wir, wie im Heft angekündigt, den Vortrag zu zweit halten. Ich mit meiner Partnerin Eva Magier, die ich in Karlsruhe kennengelernt habe während des Studiums. Wir sind auch seitdem privat ein Paar, also teilen nicht nur unser Privatleben, sondern auch unsere Arbeitswelt. Wir haben beide schon während des Studiums in Karlsruhe angefangen, uns selbstständig zu machen und sind so Schritt für Schritt quasi aus dem Studium in die Selbstständigkeit gewachsen. Ich möchte heute kurz heißt tatsächlich in der halben Stunde sehr knapp, unsere Auseinandersetzung mit Materialien im Produktdesign und in der Accessoiregestaltung vorstellen. Vielleicht vorab nochmal als generelle Info zu uns. Wir haben uns als interdisziplinäres Designstudio aufgestellt. Das kommt ein bisschen daher, wie wir studiert haben und aber auch von unseren Interessensschwerpunkten. Das heißt, wir machen Interior Design, also Wohnmöbel und Accessoires. Wir machen aber auch Interior Fotoproduktionen für Magazine, für Wohnmagazine oder auch Werbekunden. Und dann haben wir noch einen Bereich halt Kommunikationsdesign, wo wir uns mit Corporate Design und Online-Auftritten für Künstler, Blogger und Unternehmen auseinandersetzen. Hier sieht man jetzt schon mal so eine kleine Übersicht der verschiedenen Themen. Also Farblichkeit spielt für uns immer eine sehr große Rolle. Anders als vielleicht im klassischen Industriedesign, so wie ich es am Anfang gelernt habe, versuchen wir in unseren freien und experimentellen Projekten uns von einer Materialfaszination leiten zu lassen. Also es gibt im Grunde genommen kein konkretes Briefing für ein bestimmtes Produkt, für ein bestimmtes Konsumgut oder Investitionsgut, sondern wir haben das Material, das uns aus irgendeiner Art und Weise anspricht, zu Assoziationen anregt und versuchen dann in der Auseinandersetzung noch mehr aus dem Material herauszukitzeln, als wir eigentlich kennen. Das heißt, wir haben gewisse Potenziale, die wir sehen und gehen dann in eine langwierige Auseinandersetzung mit dem Material. Und heute möchte ich stellvertretend dafür die Auseinandersetzung mit dem Material Kupfer vorstellen. Wir wurden im Jahr 2012 von der Stilwerk Limited Edition Design Gallery gefragt, ob wir für sie ein Produkt entwickeln wollen. Wir hatten damals schon einen Hocker bei ihnen im Programm. Das heißt, es gab schon den Kontakt und sie kannten unsere Herangehensweise an den Entwurf. Und sie haben uns dann mit sehr viel Vorschusslorbeeren tatsächlich ein kleines Budget zur Verfügung gestellt, das uns erlaubt hat, über ein halbes Jahr uns in die Werkstatt einzuschließen und mit dem Material zu forschen. Um das jetzt nochmal ein bisschen zu verbildlichen, wie so ein Prozess für uns aussieht, habe ich versucht, das einmal so chronologisch runterzuschreiben, wobei diese Chronologie gar nicht immer so stimmt, weil das ein sehr verschachtelter Prozess ist, Schritte, die ineinander greifen und auch wieder Rückschritte entstehen, die iterativ sozusagen Schritt für Schritt in diesem Prozess voranschreiten. Am Anfang steht für uns eine theoretische Auseinandersetzung, das heißt, wir gucken uns an, wie wurde das Material in der Geschichte entwickelt, beim Kupfer halt eine sehr lange Geschichte, über 10.000 Jahre. Wir gucken, wie wird es abgebaut, wie wird es traditionell verarbeitet im Handwerk, in allen diesen Schritten und dann halt, welche Materialeigenschaften bringt es mit, physische, chemische Materialeigenschaften, sofern wir das natürlich mit unserem Qualifikationsstand bewerten können.
gehen dann mit dem Material in die Werkstatt oder mit Handwerkern zusammen und versuchen, bestimmte Aspekte, die wir in dieser Recherche herausgefunden haben, umzusetzen und in dieser direkten Umsetzung halt auf bestimmte Details einzugehen. Mit diesen Details entwickeln sich dann langsam erste Ideen. Parallel dazu gibt es Inspirationen, die natürlich, das ist jetzt dieses Thema des heutigen Vortrags, auch über die Farben laufen, die der Materialität gerecht werden. Versuchen dann über gezielte Experimente mit diesen Herangehensweisen diese bestimmten Details, die uns interessieren, herauszuarbeiten und daraufhin ein Produkt zu entwickeln. Immer wieder halt die Bewertungsmomente, Vertiefungen der Entwicklung. Und sobald wir dann einen Ansatzpunkt gefunden haben, der uns so sehr überzeugt, dass es uns wert ist, damit ein Produkt zu entwickeln, kommt sozusagen die Entscheidung oder der Entwicklungsprozess, einen bestimmten Produkttypus daraus zu entwickeln. Also bis zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich noch nicht ganz klar, was für ein Kind danach herauskommt. Wir versuchen, das Material erzählen zu lassen, was es werden will. Ist jetzt ein bisschen poetisch ausgedrückt, aber es gibt eigentlich immer dann irgendwelche Ansatzpunkte, die uns zu einem Produkt führen. Und damit fängt dann tatsächlich eigentlich erst der formale Entwurf an, Größen, Proportionen, Dimensionierung und. Auch da von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Ja, und dieser reine materielle Entwicklungsprozess, den wir in der Werkstatt anfangen, und der formale Entwurf, der muss eben dann zusammengeführt werden zu einem finalen Prozess, zu einem finalen Entwurf. Und dann gibt es da natürlich auch, wie es immer so ist, noch gewisse Fehlschläge, Details zu klären, die dann eigentlich noch bis zur Vorserie und Produktion gebracht werden müssen. Hier sieht man jetzt einfach mal so ein bisschen Bildwelt, die uns inspiriert, und auch da gehen wir natürlich irgendwie auf klassische Farbsysteme manchmal zurück, die wir dazu in Kontext setzen. Ansonsten, wie jetzt in den drei Projektteilen, die in dieser Auseinandersetzung mit dem Material Kupfer entstanden sind, gibt es eben ganz unterschiedliche Farblichkeiten. Es waren dann drei Aspekte, die uns mit der Recherche besonders am Kupfer interessiert haben. Einmal die Lichtreflexion, also die Farbigkeit des auftreffenden und reflektierten Lichts. Dann die Biegsamkeit des Materials. Kupfer ist vergleichsweise weich für ein Metall. Und die Oxidationsprozesse, die über Temperatureinbringungen stattfinden. Ich versuche die ersten beiden, also Biegsamkeit und die Reflexion, relativ kurz zu halten, ein bisschen mehr Schwerpunkt auf diese irisierenden Farbigkeiten zu bringen. Das erste Teilprojekt ist Costa, eine Reminiszenz an den Praktikanten, der damals uns sehr stark in dem Projekt unterstützt hat. Es ging eben um diese Weichheit des Materials oder die scheinbare Weichheit, und wir haben halt versucht, wie kann man eine Transformation aus einem flächigen Material in ein dreidimensionales Objekt bringen. Und hier sieht man jetzt so verschiedene Papiermodelle noch, wo wir versucht haben, grafische Strukturen, also Einschnitte in ein Material dazu zu nutzen, um es eben von dieser Fläche weg in den Raum zu transformieren. Auch hier sieht man schon diese schillernden Farben. Wir haben auch da mit Temperatureinwirkungen, um das Material noch ein bisschen weicher zu bekommen, experimentiert. Unten in der Mitte ein erstes wasserstrahlgeschnittenes Kupferblech, das dann links, rechts unten nach oben geklappt wird, und man sieht eben diese facettierten Flächen, die dabei entstehen. Hier noch ein paar Eindrücke so aus der Werkstatt. Auch da haben wir versucht, aus der Geometrie des Bleches heraus, direkt schon neben diesen Primärfunktionen, die wir dann am Produkt haben wollten, Sekundärfunktionen für die Aufhängung mit einzuplanen, sodass wir sozusagen ganz pur im Material arbeiten konnten. Herausgekommen ist dabei eine kleine Serie, die wir mit der Galerie realisiert haben. Einmal verschiedene Ablagen und Wandhaken für Garderobe oder Schals. Hier eben als pulverbeschichteter Stahl teilweise und in Kupfer umgesetzt. Das zweite Teilprojekt ist die Leuchtenserie North. Da haben wir am Anfang, das ist jetzt so ein kleiner Bogen aus dieser Anfangszeit, dieses Experimentierens,
Wir haben eigentlich mit Thermobimetallen experimentiert, die sich unter Hitzeeinfluss verbiegen. Und wir haben versucht, kann man mit der Wärme, die konventionelle Leuchtmittel abstrahlen, sozusagen einen Nutzen generieren am Objekt, um eine Verformung, eine Transformation zu erzielen. Und haben dann irgendwie diverse Aufbauten gemacht. Hier ist jetzt einer davon. Wir hatten halt das Material Kupfer bei uns rumliegen, haben uns kleine Kästchen gemacht. Es ist wärmeleitend als Material. Und als Nebeneffekt ist uns aufgefallen, dass die Lichtreflexion dieses unglaublich warme, orangefarbene Licht generiert, das uns irgendwie so an Kerzenschein, an Feuer, an so archaische Momente, die wir auch generell mit dem Material Kupfer in seiner geschichtlichen Entwicklung assoziiert haben. Und in Karlsruhe haben wir immer wieder zu hören bekommen für das Thema Leuchten, Lampen. Macht nicht einfach einen Lampenschirm, weil ihr irgendwas Dekoratives gemacht habt, steckt eine Glühbirne rein, fertig ist die Leuchte, sondern es war einmal, sie muss eine Bewandtnis haben, sie muss der Lichtqualität gerecht werden und. Und da war zum ersten Mal der Moment, wo wir gesagt haben, okay, da könnten wir mal eine Leuchte draus machen. Diese Lichtqualität, die berührt uns so stark, dass wir in diesen Prozess reingehen können. Und mit diesem Reflexionsthema und dass wir halt eine Leuchte generieren wollten, haben wir dann einen formalen Prozess gestartet, wo wir versucht haben, dieser Reflexion und der Ausstrahlung des Lichtes möglichst gerecht zu werden und auch diesen Assoziationen, die wir im Vorfeld dazu hatten. Wir haben zwei Kupferscheiben hier in dem Stadium noch einseitig lackiert, zusammengestellt und von unten mit einem Spot beleuchtet, sodass sich das Licht doppelt oder mehrfach reflektiert, sehr stark aufwärmt und dann in den Längsseiten aus der Lampe raustritt und mit dem Raum und der Architektur interagiert. Das Objekt selber, wenn man halt drumherum geht, lässt halt auch so Assoziationen zum Thema Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis zu. Mit dem Entwurf hier noch als atmosphärisches Stimmungslicht sind wir dann zu dem Möbelhersteller E15 gefahren und haben Philipp Mainzer, den Geschäftsführer, überzeugt, das Projekt mit ihm umzusetzen und haben daraus dann weiter Funktionslichter abgeleitet von dieser ersten Bodenleuchte, die gibt es auch noch im Sortiment, hier Pendelleuchten und Wandleuchten, die sich dann aber eher aus der formalen Ästhetik weiterentwickelt haben. Also ein ganz anderer Bogen nochmal hin zu einem serienfertigen Produkt. Und die haben wir dieses Jahr mit E15 in Mailand auf der Möbelmesse vorgestellt und im Rahmenprogramm. Und ich klopfe mal auf irgendein Holz, wenn es echt ist, kommt es in den nächsten Monaten dann auch in die Geschäfte, was für uns natürlich als junge Designer tatsächlich ein großer Schritt ist, ein großer Moment, auf den wir jetzt auch hinfiebern. Naja, um zu diesem Hauptteil zu kommen, das dritte Teilprojekt, das in dieser gesamten Auseinandersetzung mit dem Kupfer entstanden ist, ist eine Spiegelserie, Iridescent Copper Mirror haben wir es getauft. Hier ein allererster Eindruck, das ist jetzt nicht der Spiegel, sondern das ist nur der Titel unseres Projektes. Auch da wieder ein Schritt zurück an den Anfang, die Recherche. Da sind wir auf das Thema Weichglühen von Metallen gekommen und auch auf die Verarbeitung im Handwerk, wenn Klempner Kupferrohre heiß machen, um sie besser biegen zu können, entstehen diese irisierenden Farben. Und das fanden wir als Materialästhetik unglaublich spannend. Und diese beiden Exemplare haben wir dann halt bei uns einfach selber in der Werkstatt gebogen. Es ist immer dann diese direkte Auseinandersetzung mit dem Material, zu gucken, wie verhält es sich denn tatsächlich und was kann man daraus ableiten. Und haben dann uns überlegt, so welche Faktoren spielen eine Rolle. Es ist die Temperatur natürlich, es ist der Luftsauerstoff für die Oxidationsreaktion und es ist die Dauer der Einwirkung von beiden. Und haben dann mit unseren Mitteln erstmal den klassischen Campinggaskocher genommen, verschiedene Kupferbleche darauf gelegt, in unterschiedlichen Stufen behandelt, in unterschiedlichen Dauern und sehr unterschiedliche Resultate bekommen. Also wenn man sowas jetzt hier sieht, das hat schon eine ganz unterschiedliche Qualität. Auch viel Ausschussware, die dabei entstanden ist, aber es war schon so, dass wir gesagt haben, da könnte was passieren. Und sind dann weiter in diesen Prozess gegangen, haben versucht mit
Salzlösungen und allen möglichen anderen Reaktionsstoffen diese Verfärbungsprozesse zu steuern oder zu beeinflussen. Hier sieht man jetzt Werkstattstaub, der auf einmal in solche sternenähnlichen oder sternenhimmelähnlichen Strukturen sich generiert, weil da der Luftsauerstoff sich anders auf die Materialoberfläche auswirkt. Wir haben aus Kupferfolie kleine Päckchen gepackt, mit Flüssigkeiten befüllt, versucht, den Luftsauerstoff abzuschließen und dann eben Temperaturen auszusetzen. Und immer war es eigentlich so ein hochästhetisches Farbenspiel, was uns weiterhin begeistert hat. Und dann gab es einen zufälligen Moment. Wir haben bei uns im Studio unten im Keller, wo auch die Werkstätten sind, eine Küchenzeile, wo wir mittags mit dem Büro immer zusammen kochen, haben zwischen das Kupferblech und die Herdplatte einen kleinen Metallwinkel aus dem Baumarkt gelegt. Man sieht hier noch so diese Lochung und hatten dabei vergessen, den Barcode, also diesen Aufkleber, den man halt fürs Preisschild hat, zu entfernen. Und was man hier jetzt auf dem Bild schon andeutungsweise sieht, der Barcode überträgt sich halt in diese irisierenden Farben auf die Oberfläche. Und das war so ein Moment, wo wir gedacht haben, okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall tiefer bohren. Das haben wir noch nie so gesehen. Wir haben auch dann mit diversen Leuten darüber gesprochen. Und ja, wie wir das aus anderen Projekten auch schon kannten, dieser erste Schritt ist immer zufällig relativ leicht und sind dann in eine langwierige Experimentreihe gegangen, haben versucht, das zu reproduzieren mit verschiedenen Druckverfahren auf Papier, auf verschiedene Papiere, verschiedene Grammaturen und. Und zum Schluss haben wir tatsächlich auch einen Weg gefunden, wie wir das reproduzieren können. Das ist jetzt nochmal einfach ein Bild von so einer Andersartigkeit. Also hier sieht man schon, das Linienspiel ist eben das, was wir als Druck machen. Und da ging es eben über das Material und über die Einbringung der Temperatur in so ein ganz individuelles, aufgebrochenes System, was von den ganzen Details, von den Farbigkeiten, diesen teilweise sehr harten Linien in Kombination mit den weichen Verläufen der Farben arbeitet. Auch hier nochmal so eine kleine Zusammenstellung aus verschiedenen Experimenten, von diesen anfänglichen Campinggaskocher-Geschichten bis hin zu Tests, wo wir dann auch nochmal Beschichtungen draufgezogen haben und. Parallel oder dann im Anschluss an diese Schritte kam natürlich die Frage nach dem Produkttypus, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir eine schöne Oberfläche erstmal. Welches Produkt würde dem denn gerecht werden? Und in den Anfängen der Recherche waren wir mal darauf gestoßen, dass halt so die ersten Spiegel der Menschheit, bevor es die Glas- oder diese Aluminium- oder silberbeschichteten Glasspiegel gibt, Wasserschalen waren, wo die Leute sich im stillen Wasser betrachtet haben, oder eben polierte Messing- und Kupferscheiben. Und das fanden wir so für die Thematik, für die Materialästhetik und die Materialpoesie, die wir da drin gesehen haben, ein sehr schönes Produkt, das wieder in die heutige Zeit zu übertragen und so dieses Gefühl, was das Material bei uns auslöst, auch mit in dieses Produkt hineinzubringen. Ich zeige jetzt erstmal noch ein bisschen was zu den Arbeitsschritten, wie wir das tatsächlich geschafft haben. Wir haben uns in der Werkstatt selber eine Art Ofen gebaut, der uns in einer ganz bestimmten Art und Weise erlaubt, Temperatur in das Material Kupfer einzubringen, weil eben über den Temperaturverlauf auch sich die Farbigkeit gut steuern lässt. Wir haben dann Kupfer Hochglanz poliert, damit man sich eben spiegeln kann in der Oberfläche. Und das Interessante ist auch, dieses spiegelnde Moment verliert sich nicht in dem Part, wo es farbig wird. Also auch man sieht durch die Farben durch immer noch die Spiegelung der Umgebung. Diese spiegelnde Fläche wird dann auf ein anderer Ofen draufgelegt. Es kommt oben drauf der Druck, ein einfacher Schwarz-Weiß-Druck. Der wird noch beschwert, damit sich das Papier nicht wälzt. Hat irgendwie viele kleine Parameter, die es gebraucht hat, um zu den Ergebnissen zu kommen, wie wir sie haben wollten. Und jetzt muss ich einen kleinen Film zeigen, weil man es ja nicht sieht, was da drunter passiert. Haben wir versucht, das einmal ohne Druck und ja, so.
Das ist jetzt einfach nur eine Kupferplatte auf dem Ofen und man sieht halt, wie sie sich sukzessive in den Farbtönen verändert. Und so diese ganze Range, die man jetzt über die Zeit sieht, können wir eben mit unserem Druckprozess und wie wir das Setup von der Temperatureinbringung aufgebaut haben, so beeinflussen, dass wir alle diese Farbigkeit in das Produkt bekommen. Und hier sieht man sozusagen noch einmal diese einfachen schwarz-weißen Linien, die sich dann auf die Oberfläche des Materials übertragen. So sieht der Spiegel nachher aus. Also wir haben einmal die große, nachträglich nochmal polierte Fläche, unten eine kleine abgekantete Ablage und dann, und das ist quasi unser Gestaltungsprozess, dann auch noch im Machen, verschiedene individuelle Zustände, wie weit dieser Reaktionsprozess in das Produkt übergeht. Also der rechte Spiegel ist deutlich früher vom Ofen genommen worden. Nur mal so einen Anhaltspunkt zu geben, bei kleinen Bauteilen, also wir arbeiten gerade an Zifferblättern, da dauert es 1-2 Minuten. Bei so einem großen Spiegel liegt der auch mal 2 Stunden auf dem Ofen, bis der so weit ist, wie wir ihn haben wollen. Und das war dann ein sehr langes Herumprobieren und auch Erfahrungen mit dem machen, wie man aus kleinen Indizien am Rand sehen kann, wie weit der Prozess tatsächlich in der Fläche fortgeschritten ist. Hier sieht man jetzt nochmal ein Detail. Also die Spiegelung greift ineinander auf und interagiert dann auch wieder mit dem Umgebungslicht, mit der Farbigkeit, der Lichtstimmung, die sozusagen an seinem Bestimmungsort gegeben ist. Und diese Begeisterung für die Farbe und das Material, die wir am Anfang darin gesehen haben, ist für uns zumindest auch am Ende noch in dem Produkt enthalten und erzählt eigentlich an jedem Objekt eine Geschichte des Entstehens und des Materials dieses konkreten Objekts. Und das ist sozusagen der Bogen, den wir vom Anfang, von der Materialfaszination bis hin zu dem, was es nachher geworden ist, irgendwie versuchen immer durchzuziehen. Das war es an dieser Stelle meinerseits. Ja, vielen Dank für den interessanten Beitrag, also eine interessante Herangehensweise, zuerst mal sich mit dem Material zu beschäftigen, mit der Materialität und dann darüber zu einem Produkt zu kommen. Ich denke, häufig ist es umgekehrt, aber Sie machen das so cool. Ja, gibt es da Anmerkungen und Fragen von Ihrer Seite, bitte? Ja, da oben. Da oben. Ich habe im letzten Semester auch versucht, ein Projekt zu machen in die Richtung, weil ich das gesehen habe und es interessant fand. Und natürlich ist mir das Papier verbrannt auf dem heißen Kupfer. Also uns verbrennt es nicht. Man sieht immer Gebrauchsspuren, also es verfärbt sich natürlich schon. Also das hat A natürlich mit dem Papier selber zu tun, wie dick es ist, und dann auch tatsächlich mit den Temperaturen. Also da haben wir schon auch lange dran rum experimentiert, bis wir sozusagen den passenden Temperaturbereich hatten. Auch dieser Ofen, er sah zusammengezimmert aus, aber im Grunde genommen war es schon ein ausgeklügeltes System, wie sich die Temperatur innerhalb der Oberfläche verteilt. Da haben wir versucht, sehr viel Erfahrung mitzumachen und es ist so ein schmaler Grat. Kann ich nur sagen, weiter rum experimentieren. Immer die Hoffnung behalten, dass es doch funktioniert. Okay, danke. Wie lange muss man denn polieren, dass so eine Fläche da quasi aussieht wie ein Spiegel? Das hängt natürlich ein bisschen mit der Größe der Fläche zusammen. Also wir haben 2 Größen mit der Design Gallery zusammen realisiert. Einmal 70 cm, einmal 50 cm Durchmesser. Und das sind ungefähr 5 Arbeitsschritte, also 5 verschiedene Politurgrade, bis man da ist. 1-2 Stunden, wenn man gut ist. Also wir haben auf jeden Fall gelernt zu polieren in der Zeit. Und man kann auch diese Farbigkeit nachher wieder runterpolieren. Also es ist wirklich nur so eine hauchdünne Schicht, die da oben drauf ist.
Und unsere Erfahrung ist die, vielleicht würde die Frage auch noch auftauchen, normal läuft Kupfer ja an oder sehr schnell an, gerade im Gebrauch. Der Spiegel ist nicht weiter beschichtet, das heißt, das Material darf auch altern, das ist für uns so ein Teil des Materialverhaltens. Aber diese verfärbten Bereiche sind halt durch diese Oxidation schon ein Stück weit geschützt. Also wir kennen Oxidationsprozesse ja von den türkisen Kirchendächern oder Dachrinnen, wo diese Patina vor dem weiteren Durchrosten in Anführungsstrichen schützt. Und so ähnlich ist das halt hier auch im reduzierten Maße. Die normale Fläche verändert sich im Laufe der Zeit. Aber da es ein Innenraumobjekt ist, natürlich jetzt nicht so extrem, wie man es von den Kirchendächern her kennt. Beziehungsweise dann müsste man einen sehr langen Zeitraum damit leben. Mich hat vor allen Dingen fasziniert, mit welcher Logik aus dem Prozess heraus das Produkt entsteht. Und Sie haben ja immer sehr minimale Eingriffe getätigt, um dann tatsächlich zu einem tatsächlichen Produkt zu kommen. Mhm. Können Sie das nochmal beschreiben, wie dieser Entscheidungsprozess stattgefunden hat? Also um dahin zu kommen, muss man schon immer den gesamten Prozess sehen. Also wir haben da tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr, eigentlich ging es dann noch ein bisschen länger, bis wir zu den finalen Produkten gekommen sind. Es sind immer kleine Momente, die man liest sich was an, man hat irgendeine Assoziation zu einer bestimmten Eigenschaft, die dann so im Laufe der Zeit sich herauskristallisieren. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein genialistischer Moment, wo man sagt, okay, tara, heureka, jetzt haben wir es, sondern es sind verschiedene Perspektiven auf diese Eigenschaft, die uns interessiert. Also wie jetzt zum Beispiel so eine Information, dass es schon polierte Kupferscheiben als Spiegel vor einigen Jahrtausenden gab, die uns dann wiederum, ja, wie soll man es sagen, also es sind so Momente, die uns dann berühren, vom Material her und auch von so einer geschichtlichen Komponente. Es muss aber nicht Geschichte sein, es kann auch irgendwas anderes sein, das kann man gar nicht verallgemeinern, aber es ist so ein Zusammenspiel, wo sich dann im Laufe des Prozesses so etwas herauskristallisiert. Gibt es dann neue Ideen nach der Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Material? Also jetzt haben Sie erwähnt Ziffernblätter. Ist das jetzt nochmal ein Ergebnis aus der Arbeit, die zu den Spiegeln geführt hat? Jein. Also die Art und Weise, wie wir dann die Ziffernblätter gestalten, ja. Ansonsten war es tatsächlich die Anfrage von einem kleinen Uhrenhersteller aus Berlin, ob wir nicht mit ihm was zusammen machen wollen. Und wir haben dann halt überlegt, okay, wie kann sich sozusagen der Gestaltung oder der Produktionsprozess mit dem Aspekt Zeit zusammenbringen und wie kann man da dann wiederum eine grafische Gestaltung eines Ziffernblatts machen. Also wir versuchen schon sozusagen eine Stringenz in der Gestaltung mit reinzubringen. Mal mehr und mal weniger. Aber und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das ist eine Sparte, mit der wir arbeiten. Also wir haben auch viel angewandtere Sachen schon gemacht und das sind halt diese freien experimentellen Arbeiten. Ja, haben Sie auch mal Erfahrungen gesammelt mit anderen Kupferlegierungen? Ich denke jetzt Kupfer-Zinn, Kupfer-Zink, sprich also Bronze-Messing. Also wir haben tatsächlich auch da uns Materialproben besorgt, sind aber, weil das Setup mit der Galerie so war, dass wir tatsächlich mit Kupfer arbeiten wollten, in dem Prozess da nicht weiter darauf eingegangen. Ich hatte diese Thermobimetalle mal kurz angesprochen, da gibt es eben auch Kupferlegierungen, die in einer dieser Schicht verarbeitet werden. Das heißt, so Ansätze ja, aber in der Tiefe dann eher nein. Mhm. Da bin ich so ein bisschen traurig über das Schicksal. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Kupferscheibe ja ersetzt worden, höchstwahrscheinlich durch irgendein anderes Kunststoffmaterial. Oder ist das, habe ich das falsch also gesehen? Es gibt auch da Kupfervarianten von der Leuchte. Mhm. Also wir haben drei verschiedene Typusse. Einmal eine Bodenleuchte, die sehr nah dem ist, was wir am Anfang auch hatten. Dann halt zwei Größen Wandleuchten und zwei Größen Pendelleuchten. Und da war es tatsächlich schon
eine Schwierigkeit, aus diesem Stimmungslicht ein Funktionslicht zu machen. Weil wenn ich Ihnen eine Leuchte verkaufen würde, über Ihren Küchentisch zu hängen und Sie Ihr Essen nicht mehr sehen oder nur noch sehr eingefärbt sehen, dann wären Sie wahrscheinlich nicht mehr so froh. Und da haben wir versucht, sozusagen schon eine Weiterentwicklung daraus zu machen, dass die formale Ästhetik erhalten bleibt, dass das Zusammenspiel aus Licht und Raum mit drin ist. Und das gibt es eben auch als Kupfervariante, aber eben auch als pulverbeschichtete Stahlvariante. Hatte auch mit dem Hersteller zu tun, natürlich Produktionskosten. Nee, natürlich geht man dann so Kompromisse ein. Ich fand nur dieses sehr poetische und auch wirklich überzeugend schöne, das, was Sie ja auch sagen, dass Sie gelernt haben, nicht nur einen Lampenschirm zu machen, sondern über die Qualität des Lichts. Also das ging so eine schöne Symbiose ein aus Form und Abstrahlung, wie das heißt. Ja. Und dann fand ich das so etwas ernüchternd. Und dann wollte ich fragen, wie Sie dazu stehen, wenn dann wenn Sie die Leuchten Produkt in echt sehen, dann werden Sie begeistert sein, wie die Lichtqualität ist. Also wir haben schon den Bogen hinbekommen, auch da eine ganz besondere Lichtqualität zu erhalten. Natürlich hat es auch in gewisser Weise mit Kompromiss zu tun, aber es sind dann auch Aspekte, die wir einfach mit dem Objekt und mit dem Prozess gelernt haben und die uns auch wichtig waren, nachher mit in das Produkt zu überführen. Gut. Wie gesagt, hoffentlich in den nächsten Monaten dann im Laden und dann einfach mal live angucken. Okay. Gut, wunderbar.